Okay, los geht's. Ja, aufregend. Das ist nicht euer Ernst. Diese schwachsinnigen Lizenz. Dass da nicht die Juristerei mal eine Lösung für findet, das ist halt totaler Blödsinn. Niemand liest es und trotzdem muss man es bis zum Ende scrollen, damit man so tun kann, als hätte man es gelesen. Das ist eine falsche Welt, ich prangere das an. So, ich spiele Dark Souls 3 und ich mache zum ersten Mal in meinem Leben ein Playthrough-Video dazu. Und mal sehen, wie lange ich das durchhalte, wie lange ich das mache. Der Plan heute ist, ich weiß nichts von Dark Souls 3 oder fast nichts. Nichts stimmt nicht ganz. Aber ich weiß, dass Judex Gandyr oder wie auch immer man den aussprechen soll, der erste und der, also der am Ende vom Tutorial der erste Mini-Boss ist. Und bis zu dem dringen wir heute mal vor, falls wir es schaffen. Warum mache ich das? Warum mache ich ein Playthrough-Video? Das frage ich mich selber auch ein bisschen. Ich habe gerade einen. Na, den zweieinhalbten Playthrough von Dark Souls. Oh, es geht los. Dann sage ich gleich nochmal was. Aha. Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. Inventory North. Das ist ja wie dunkle Kristall. Welche Worte mögen das sein? Und die verkrüppelten Gestalten fallen um. Eine optimistische Welt, genau wie wir sie aus Dark Souls 1 ja schon kennen. Feuerglocken. Ich erkenne ein Thema. Das finde ich jetzt sehr lustig, dass das ein Heiliger ist. Ein Haufen Schleim und verwuchertes Fleisch. Ich zähle 5. Ich hoffe, das sind nicht die neuen 4 Kings. Alle diese Monster bewegen sich in Zeitlupe, um den Effekt dramatischer zu machen. Aber ich will gar nicht nörgeln, das sieht bislang alles sehr gut aus. Die Ästhetik ist ja Teil des Appeals des Ganzen. Kindled. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Okay. Also das Faszinierende im ersten Teil war ja schon die ganze Hintergrundstory. Und aus dem, was jetzt aber die Erzählerin Galadriel gerade geraunt hat, kann man gar nicht so furchtbar viel entnehmen noch. Es ist ganz interessant, dass
während im ersten Spiel ja so der das Spiel am Ende vor allem mit der Auflösung war, dass die eine Option ist, dass man selber zur Nahrung fürs Feuer wird und das Feuer sofort pflanzt, oder dass man das eben gezielt nicht macht und damit eine neue Finsternis einleitet. Mal gerade hier ein bisschen konzentrieren auf, was wir machen wollen. In Dark Souls 1, der Grund, warum ich dieses Video mache unter anderem, ist, dass ich Dark Souls 1 mit ganz viel Unterstützung durch Walkthroughs gespielt habe und das nachträglich ein bisschen schade fand. Ich meine, es wäre nicht anders gegangen. Ich habe in 2,5 Playthroughs, also New Game Plus Plus oder 2 Plus oder wie man das auch immer sagt, habe ich alle Achievements zusammengesammelt, das heißt alle Bosswaffen gemacht und alle Zaubersprüche in allen Schulen gesammelt. Das waren natürlich die Hauptaufgaben. Und das hätte ich ohne einen Walkthrough im Leben nicht geschafft. Das war selbst mit Walkthrough hartes Stück Brot. Und am Ende wurde es auch nochmal richtig kritisch, weil ich beim ersten Durchgang noch nicht dachte, dass ich das machen will am Ende. Und deswegen mich nicht groß drum gekümmert habe, zu planen. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass man Gwyns Soul sowohl für die Bosswaffe als auch für einen Aufstieg im Sunlight Covenant braucht. So, ich mache mal hier Warrior. Mal ein bisschen voranmachen hier. Burial Gift, was nehmen wir denn? Das ist zum Beispiel was ich im ersten Teil, da wusste ich, dass der Master Key das Beste ist, was man sich so mitnehmen kann. Und das ist also alles ein bisschen schade, weil dadurch natürlich das Spiel ein ganz anderes ist. Und das Tolle an Dark Souls 1, warum das, ich sage jetzt niemandem was, was er nicht schon weiß, aber das Design und die Art und Weise, wie mit Unsicherheit gespielt wird im Design von diesem Spiel, ist natürlich total toll. Und das macht man sich ein bisschen zunichte, wenn man einen Walkthrough hat. Und deswegen glaube ich, ist das für mich attraktiv, dass jetzt dieses Dark Souls 3, ich habe absichtlich die Videos vermieden, damit ich nicht weiß, was passiert. Und bin jetzt mal sehr gespannt, wie das sich entfaltet, wenn man vorher nicht schon weiß, wo man hinzugehen hat, wo man die Sachen findet. Okay, die Sovereign of the Soul ist einfach nur ein paar Startlevel, das ist langweilig. Good Fortune after Death for short while, das heißt, das ist ein Consumable, das interessiert mich auch nicht so sehr. Online-Play-Items, auch Consumable. Young White Branch. But only once. Die sind offensichtlich noch ein bisschen egaler als bei Dark Souls 1, weil die alle. Ah, nehmen wir doch den Ring. Das ist noch am ehesten. So, wie die Figur aussieht, ist eigentlich ziemlich egal. Was haben wir hier für eine Auswahl? Fett. Oben Fett, unten Fett. Kleiner Kopf, großer Kopf. Albern. Dahin, der so ein bisschen ähnlich ist wie meiner, dann ist das mit der Identifikation leichter und sieht auch angenehm bescheuert aus. Man wird es ja sowieso nachher nicht sehen und wahrscheinlich werde ich das hier sowieso Favorites. Ach, warum dann nicht? Okay, raus, Finalize Creation, los geht's. Okay. Also wie gesagt, im ersten Teil Dark Souls 1 bin ich dem Walkthrough gefolgt und habe dadurch alle Items gefunden, die mir sonst entgangen wären, mit Sicherheit. Habe Abkürzungen. Ich habe zum Beispiel die Sunlight Maggot gehabt, als ich durch Tomb of the Giants gegangen bin, und ich bin mir sicher, dass mich Tomb of the Giants wahnsinnig genervt hätte, wenn ich nicht diesen Tipp gehabt hätte,
wie man sich Licht verschafft, ohne dadurch dafür das Blocken aufgeben zu müssen. Aber jetzt ganz neuer Versuch. Jetzt nehme ich mal alle Frustrationen mit und das Ganze ist auch so ein bisschen ein stoisches Experiment. Denn was man an diesen Spielen ja auch lernen kann, neben Spieldesign und neben diesem Thema, da werde ich auch vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Ich bin quasi so alt wie Computerspiele und auch mit Computerspielen aufgewachsen. Space Invaders kam, glaube ich, irgendwie raus, als ich 5 war. Und habe mein ganzes Leben sehr intensiv mich mit Computerspielen beschäftigt. Und die Dark Souls Designphilosophie ist natürlich total interessant, weil eben dieses Frustrationselement eingebaut ist, anders als bei den meisten anderen modernen Spielen. Auch das natürlich überhaupt nicht originell, weil das ja die Spatzen von den Dächern krähen. Krähen, Spatzen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aha, ja, kenne ich. Das ist wie früher. Strong Attack ist auch wie früher. Okay, ich gehe mal davon aus, dass sich da erstmal nicht so viel verändert hat. Der will mir übel. Machen wir mal tot. Ist vielleicht besser, wenn er tot ist. Fading Soul. Aha. Backstep. Und Roll, das ist auch, wie ich es kenne. Ja, die Designphilosophie moderner Spiele ist ja meistens eine rote Linie auf dem Boden, lauft die Linie entlang und gelegentlich geben wir dann klopfen wir ein bisschen auf die Schulter und sagen, gut gemacht, Spieler, hier hast du eine Belohnung, hier hast du 100 Punkte. Und jede Frustration wird irgendwie abgeschafft, weil es diese ganzen Save Points gibt. Wenn man mal irgendwie daneben tritt oder stirbt, dann setzt dann das irgendwie 20 Sekunden zurück. Man hat nichts verloren. Und diese ganze Mechanik bei Dark Souls ist natürlich, stellt das alles auf den Kopf. Hey! Sehr, sehr unhöflich. Achso, ich benutze auch den falschen Knopf zum Blocken. Geh tot. Right button behind an enemy, critical hit. Right button, sehen wir an. Links parry, rechts repost. Das hat schon mal nicht funktioniert mit dem parry. Achso, das war wieder der falsche Button. Nun ja, noch eine Chance. Oh. Lass das. Okay, bislang. Dem geht's nicht so gut. Packen wir ihn mal ein bisschen. Na. Pass du auf. Hm. 168 Souls, das ist jetzt noch nicht so viel. Gegen Ende von meinem Run von Dark Souls 1 habe ich, weil mir das Level noch irgendwann egal war, weil klar war, wenn ich die Achievements habe, höre ich sowieso auf. Multiplayer ist nicht so interessant. Habe ich 1 Million Seelen in ein paar vermurksten Runs verloren. Das wieder sehr toll, diese geisterhaften Erscheinungen. Das hat mir am ersten Teil schon sehr gut gefallen. Dass man da immer andere Spieler dabei beobachten kann. Hier wird gestorben, sehe ich. Ja, und das ist natürlich genau das, was man nicht hat, wenn man einen Walkthrough sich anguckt. Dann hätte ich jetzt gewusst, dass der das macht und wäre vorbereitet gewesen. Und so bin ich jetzt umso wütender. Aber wie gesagt, das Ganze soll auch so ein bisschen eine stoische Challenge sein, weil ich auch beim ersten Teil mehr als einmal wütend das Rumpelstilzchen gegeben habe, wenn man irgendwie Haufen Seelen zusammengekratzt hat und dann kommt eine Spielmechanik. Dark Souls steht ja im Ruf, besonders fair zu sein, und das stimmt nur mit Einschränkungen, weil diese ganzen, das was gerade passiert ist zum Beispiel, das ist natürlich überhaupt nicht fair.
Das kann man nicht vorhersehen. Da sitzt irgendwas mit Kristall rum und dann rollt es plötzlich auch einen zu. Das ist quasi. Also man kann natürlich immer auf Verdacht alles blocken, aber es ist natürlich in dem Sinn fair, dass ich es jetzt weiß. Und wenn ich sorgfältig vorgehe, natürlich auch meine 170 Seelen oder was das war, wieder bekomme. Dann bin ich, glaube ich, gerade noch nicht lang gegangen. Gehen wir doch jetzt mal gucken. Können wir hier noch? Ah ne, doch. Kommt mir doch bekannt vor. Fall tot um. Und natürlich auch sehr interessant, ob ich jetzt schon irgendwas hier übersehe, verpasse. Oder ob das bislang alles noch im Rahmen ist. Es ist ja alles nur die Vorgeschichte zur eigentlichen. Das machen wir nachher. Erstmal die Seelen holen. Okay, ein bisschen hier Tempo aufs Tempo drücken. Was bist du denn da für einer? Okay. So. Kristallbruder kommt um die Ecke gleich. Schwupp. Schwuppdiwupp. Und da ist die Spielmechanik im Einsatz. Dann hätten wir jetzt alles wieder. Und das ist natürlich der Teil, der durchaus fair ist. Stamina-Bar achten. Oh. Ey. Rude. Ja, das mit der Stamina muss ich noch ein bisschen. Ich bin noch gewöhnt, irgendwie hier mit Level 140 und endlosen Vorräten von allem zu spielen. Aua. Okay, das war unangenehm. Look. Das auch noch. Na. Na tja, Dark Souls auch noch diese Fixierung auf die Schwänze seiner ganzen Monster. Der hat einen sehr auffallenden Schwanz. Aber. Was machst du denn jetzt? Oh. Autsch. Oh shit. Ja. Fühlt sich an wie ein Dark Souls Spiel. Okay. Das war natürlich auch nicht so schlau, in dieses tiefe Wasser zurückzugehen. Ja, mal sehen, ob ich es bis zu Judex Gandir schaffe. Bislang stelle ich mich ja noch ein bisschen an. Grafisch natürlich schon wieder sehr schön alles. Und da mal ein paar Worte zu verlieren. Und die gute Nachricht ist natürlich, dass auf diese Weise hier auch schon wieder ordentlich Seelen zusammenkommen. Autsch. Diese ganzen Drops sind hier einmalig. Ja, sieht so aus. Faded Soul. Was es damit auf sich hat. Habe ich eigentlich nur diese eine Waffe? Wahrscheinlich ja. Ja.
Shit. Das haben sie immer noch nicht verbessert. Das ist mir beim ersten Spiel auch dauernd passiert, dass das verdammte Menü offen war. Und dadurch, man kann ja steuern, während das Menü offen ist, aber man kann keine Aktionen ausführen. Und das ist mir so oft passiert, dass ich das erst verstanden habe, als ich tot war. Woran das liegt, dass mein gequälter Untoter sich gerade nicht mehr vernünftig wehrt. Okay, Spiel, gib mir meine Seelen zurück. Okay, und so haben wir die Kristallschnecke platt. Da drüben ist noch ein Shiny, da kümmere ich mich aber nachher drum. Was? Bin nicht einverstanden. Also das ist ja für den Anfang irgendwie schon direkt nicht unproblematisch. Na! Immer noch dasselbe wie beim letzten Spiel. Die Steuerung. Aus meinen kleinen Gründen öfter mal eine Attacke mehr ausführt, als ich drücke. Ja, ist das jetzt schon alle? Das ist schlecht. Es besteht natürlich jederzeit die Möglichkeit, dass ich zu früh hier bin. Obwohl ich ihn. Verdammt nochmal. Obwohl ich ihn vorhin natürlich auch beinahe hatte. Also es geht, aber es ist ein bisschen mühsam. Vor allem habe ich noch nicht so ganz verstanden. Warum drei? Wenn ich zweimal drücke, warum machst du drei Angriffe? Du Pfeife. Das ist nicht gut. Na! Damn it! Okay. Dachte, das reicht jetzt. Also diese Great Axe, diese Axt, die ich da habe, ist natürlich keine Great Axe, ist mehr so eine Zahnstocher-Axt. Und jetzt nicht so richtig Wumms. Ich weiß irgendwie noch nicht so genau. Beziehungsweise habe wahrscheinlich auch noch kein vernünftiges Schild und was. Kann ich jetzt wissen. Warum bin ich jetzt hier lang gegangen? Weil ich kein Gedächtnis habe. Ich vergessen habe, dass ich da vorhin schon war und dachte, ich hätte einen Seitenweg übersehen. So, dann sparen wir uns mal die beiden da oben. Gehen direkt hier lang. Mhm. So. Vierter Anlauf. Stirbkristallschnecke. Oh shit.
Ah! Shit. Das ging zu schnell. Lass das. Ah! Zu gierig. Weißt du wohl? Ah. Der Fokus hat immer noch dasselbe Problem. Dass die Kamera rumspinnt, wenn das Tier zu weit weg ist. Nicht einzusehen. Jetzt aber. There we go. Oh, ein Titanite Scale. Vielleicht war ich wirklich zu früh dran. Das ist jetzt irgendwie nicht Tutorial-Material. Das hört sich nach fortgeschrittenem Soul of an Unknown Traveler. Sonst ist das, war das die Variante des Titanite Demons von Dark Souls 3 vielleicht? Was immer es war, jetzt ist es tot. Dann gehen wir jetzt wohl auf diesen Bergpfad, den ich gerade links, buchstäblich links, liegen habe lassen. So, jetzt wird es auch ein bisschen Zeit, weil ich muss ja noch zu Gandia. Nee, kein Drop. Okay. Dauert länger, als ich gedacht hätte. Dieses Tutorial. Obwohl, genau genommen. Ah. Hello, Bonfire. Enkindle, ein sehr schönes Wort. Weiß ich doch. Hoch. Gehen wir hier lang. Aha. Finstere Gestalten nahen sich. Seelen ist wahrscheinlich schon ein Blumentopf zu gewinnen. Oh, ich darf noch keine Blumentöpfe gewinnen. Okay, na da. Wenn ich das richtig sehe, kommt da vorne der Boss, da muss man jetzt nicht direkt vorgeschädigt hingehen, jetzt vielleicht mal mit ein bisschen Sorgfalt. Hat noch keinem geschadet. Komm, greif an. Na, bitte. Doch. Ah, verdammt nochmal. Doch ein Estus drauf. Da ist bestimmt noch einer um die Ecke. Ah. So ist es. Die Überraschung, die keine mehr ist. Und das dürfte es gewesen sein. Da ist unser Freund, der Judix. Hier wird gestorben, das ist übrigens auch ein sehr schönes Element, dass man aus diesen Parallelwelten, in denen die anderen Spieler sich rumärgern, die besonders ärgerlichen Elemente zu sehen kriegt. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen
Unterfalli. Okay, hier ist sonst nichts geboten. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen, wie viele Anläufe der Herr braucht. Das Schwert hat sich direkt aufgelöst. Interessant. Ah, ja, ja, ja. Nicht so ein Wind. Ah. Das hätte mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr erschüttert, wenn ich nicht das habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Deswegen beeindruckt mich das jetzt nicht sehr. Ja, ja, ja. Nicht gesehen, aber es war, glaube ich, eine etwas unerfreuliche Attacke vom Fensterding. Naja. Na! Geht doch. Direkt zur Belohnung. Funktioniert das? Right Hand Weapon, Fists. Achso, Right Hand Weapon 2. Hab ich hier ein Coiled Sword gerade bekommen? Inventory. Was haben wir da? A Smidgen of Souls. Also, used to acquire souls, used to acquire souls, restore the link to other worlds, das ist wohl Multiplayer, Titanite Scale, Coiled Sword, Thrust Enshrine Bonfire to activate Bonfire Warp. Ah, das ist gar keine Waffe, das ist der Rite of Kindling von Dark Souls 3. Okay, gut, hier ist ein Bonfire, das dürfte jetzt das erste sein, bei dem man das Level auch aufwerten kann, nehme ich mal. Das wollen wir dann wohl auch tun. Immer noch nicht. Ich prangere das an. Ja, kein Wunder, ist das alles so karg. Drei Estus Flask Füllungen ist natürlich herzlich wenig. So. Ein Shiny. Broken Straight Sword hört sich ja super an. 70. Ah ja, nutzlos. Und schön, dass ich das gefunden habe. Wer weiß, wozu es gut ist. Steine. Interessante Steine. Was haben wir hier noch versteckt? Oh. Mal mit einem langen Zahnstocher. Ein toter Mann mit einem langen Zahnstocher. Und was finden wir hier? Einen Homeward Bone. Übrigens ein sehr lustiges Wort. Ich bin ganz froh, dass ich nicht weiß, wie das alles auf Deutsch heißt.
Das möchte ich auch noch dazu sagen. Meinen Kommentar mache ich auf Deutsch, obwohl wahrscheinlich das unklug ist, weil natürlich das Publikum für englische Sachen viel größer ist. Aber trotzdem, es muss ja auch mal deutschen Content geben. Aber das Spiel mache ich auf keinen Fall auf Deutsch, weil ich ein Blick ins Booklet hat mir schon wieder gereicht. Ich begreife nicht, dass die Unterhaltungsindustrie nicht in der Lage ist, ihre Inhalte vernünftig übersetzen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das Geiz ist oder Unfähigkeit oder mangelndes Sprachgefühl. Es ist ganz, ganz grauenhaft. Im Schlaf getötet, man kommt sich vor wie bei Halo. Okay, hier ist sonst weiter nix. Ich merke gerade, ich habe vorher gesagt, ich mache das bis Judex Gandir und jetzt habe ich doch verlängert, aber ich glaube, ich komme jetzt in Firelink Shrine an, genau. Und jetzt ist mein Wissen tatsächlich beendet, aber jetzt kann ich wahrscheinlich leveln und das ist doch ein guter Schlusspunkt. Wer bist du? Welcome to the bonfire, unkindled one. I am a firekeeper. Of course you are. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. Mhm. To this end I am at thy side. Da sind die Throne. Stehe, da müssen die Lords wieder drauf. Die haben wir ja vorhin im Vorspann gesehen. Ich habe natürlich schon wieder vergessen, wie sie alle heißen. Die Abyss Watchers und der heilige Sankt Krebsgeschwür. Very well. Then touch the darkness within me. Okay. Take nourishment from these sovereignless souls. Touch the darkness within me. Tja, mal gucken, was macht denn eine. Wie viel darf ich denn überhaupt? Oh. Lohnt sich schon richtig. Was macht das mit dem Damage? Erstmal noch nicht so viel. Wir haben es hier. Ah, das macht noch den Unterschied. Da investieren wir noch mal ein paar direkte hier rein. Und Endurance ist auch immer eine gute Idee. Und dann nehmen wir doch auch. Das ist interessant, dass der Damage für Waffen, die ich noch gar nicht habe, raufgeht, wenn ich Dexterity erhöhe. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Okay, Level 15. Select at least one attribute to level up. What? Achso. Souls plucked from their vessels. Farewell, Ashen One. Okay, dann werde ich immer embed the coiled sword. Das hört sich gut an. Heißt das, ich kann es von Anfang an warpen? Das ist ja. Da bin ich sehr mit einverstanden. Das war einer der nervigeren Aspekte von Dark Souls 1, dass man endlos durch immer dieselben Gebiete rennen musste, weil dieser Warp für das halbe Spiel nicht eingeschaltet war. Wenn sie das verändert hätten, würde ich das sehr begrüßen. Hier wird erstaunlich viel gestorben, dafür, dass das die Homebase ist. Das nehme ich zur Kenntnis. Findet hier vielleicht dann irgendwann auch ein Schlussfight statt, oder? Ta-ta-ta. Okay. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. Conniptions, ein weiteres sehr schönes Wort. Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true.
fit to lick their boots. Link the Fire. Okay, ich hab, ist das eine Geste oder was habe ich jetzt hier? Ah, sieht so aus. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Was haben wir hier noch? Deep Storage Box haben wir auch schon, das begrüße ich auch sehr. Burn Undead Bone Shard. Was hat das? Habe ich eh keinen. Gut. Okay, genug für dieses Mal. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich drauf. Das ist, sieht bislang sehr, sehr gut aus. Bin gespannt, wie es weitergeht.